Es sind Momente, die das Herz berühren. Es sind die Tage, die man nie vergisst. Diese angeordnete Staatsgewalt, die umgesetzt wird in den Schulen, in den Kitas, aber auch durch die eigenen Eltern. Ich kann es wirklich nicht begreifen. Wir haben alle unsere Kinder bekommen, weil wir sie lieben und beschützen und weil wir für sie da sein werden und weil wir sie fördern, die Kreativität. Wir haben Kinder, um sie ins Leben zu begleiten und nicht um gegen sie zu arbeiten. Die Kinder werden jeden Tag gequält. Das Maske tragen ist eine Qual. Das Testen. Und was ich selber feststelle, Kinder kriegen die Maske an, in ihre Schuhe. Und es ist so schrecklich, sie anzusehen. Wir müssen zurück in die Menschlichkeit. Und darum bitte ich euch, nicht aufzuhören und auf unsere Kinder Acht geben und dafür sorgen, dass sie gesund und glücklich aufwachsen können. Und das nimmt uns keiner weg, nimmt uns keiner weg. Wir stehen für Frieden auf der ganzen Welt. Wir sind nicht käuflich, schon gar nicht für Geld. Hunderttausend, die zusammenstehen. Ich wollte Momente der Solidarität erzählen, was ich gehört habe. Und zwar die Berliner Feuerwehr haben sich die Geimpften mit den Ungeimpften solidarisiert und geben nicht bekannt, wer geimpft ist und wer nicht. Und die Ungeimpften. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, und das nimmt uns keiner weg.